Das altbekannte Farbrauschen am Straßenrand. Die Wähler merken, es ist Wahlkampf. Gesichter sollen Namen, Slogan sollen Inhalte transportieren, doch im Vorbeiziehen bleibt davon nur schwerlich etwas hängen. Und über die Medien lassen sich Wahlversprechen auch nicht unbeschränkt verbreiten. Zum Glück gibt es noch das Internet. Es bietet die große Chance für Parteien und Kandidaten, Wähler ganz direkt zu kontaktieren und zu überzeugen. Im Netz geht mehr als auf jedem Wahlplakat. Der Wahlkampf im Internet hat inzwischen wirklich eine überragende Bedeutung. Das kann man sagen. Das ist gar kein Vergleich mehr mit dem, was man vor ein paar Jahren gemacht hat. Da ist also sehr viel Dynamik drin. Das heißt, man kann all das, was man tagtäglich macht, sofort im Internet präsentieren und kriegt auch sofort Rückmeldungen. Wahlkampf lebt natürlich schon davon, dass man seine Argumente nochmal auf den Punkt auch breit verbreiten kann und diskutieren kann. Und da ist das Internet ein willkommenes Instrument, um das auch tun zu können. Alle Spitzenkandidaten außer die der Linken präsentieren sich auf Facebook und Twitter, den sozialen Tummelplätzen der virtuellen Welt, um die Wähler zu erreichen. Weil das Internet aber eben den Dialog ermöglichen soll, machen wir einen Test. Unter dem Namen Florian Struve registrieren wir uns bei Facebook und Twitter, denn wir wollen ausprobieren, wie gut der Austausch mit den Spitzenkandidaten tatsächlich funktioniert. Dazu stellen wir Ihnen eine Frage zur Kinderbetreuung und eine persönliche Frage zum Wahlkampf. Eine Woche geben wir den Spitzenkandidaten, um zu antworten. Die CDU liefert am Tag drauf eine ausführliche Antwort vom Team McAllister. Nicht auf Twitter, aber auf Facebook. Weil wir dort mit dem Team komplett arbeiten können. Vielleicht liegt es daran, dass es bei Facebook eine schnelle Antwort gegeben hat. Aber gut, dass es eine gab. Von der SPD hören wir nichts in den 7 Tagen, ebenso von der FDP. Eigentlich braucht man ganz viele Menschen, um ganz viele Beiträge auch zu beantworten. Das stößt dann nicht zuletzt häufig an finanzielle Grenzen. Da bitte ich um Nachsicht. Da wollen wir natürlich auch eine vernünftige inhaltliche Antwort geben. Und im Einzelfall wird das dann nie zu vermeiden sein. Schneller wäre natürlich besser. Am schnellsten antwortet die Spitzenkandidatin der Grünen. Über Twitter meldet sich Anja Piel persönlich, kurz und bündig. Ich bediene meinen Facebook-Account wie meinen Twitter-Account immer selber. Und ich mache das tatsächlich auch immer sehr schnell, weil ich es auch wichtig finde, dass die Leute, die auf mich zukommen und mich fragen, eine schnelle Antwort kriegen. Das finde ich jetzt auch gerade, also auch außerhalb des Wahlkampfs wichtig. Bei der Linken mussten wir uns an die Partei zentral wenden, weil die Kandidaten selbst im Netz nicht aktiv sind. Eine Antwort auf unsere Fragen bekamen wir nicht. Das verwundert mich jetzt, weil wir relativ schnell auch antworten, weil wenn Sie im Internet sozusagen unterwegs sind, dann bedeutet es ja, dass auch schnelle Antworten gewünscht sind. Es werden zwar jede Menge Fotos, Kurzfilmchen und Kommentare online gestellt, aber der kommunikative Nutzen für den Wähler hält sich in Grenzen. 2 Antworten von 5 Parteien. Das ist ernüchternd. Insofern erscheint der Internetwahlkampf zwar moderner als die klassischen Plakate. Der vielbeschworene Bürgerdialog ist aber noch ausbaufähig. Ja, am 20. Januar wird gewählt. Bis dahin versorgen wir Sie mit vielen Informationen, welche Partei will zu welchem Thema was. Und wir laden die Spitzenkandidaten hier ins Studio ein. Am Sonntag wird Stefan Weil hier im Hallo Niedersachsen-Studio sein. Der SPD-Spitzenkandidat. Und unter ndr.de/Niedersachsen können Sie bereits jetzt Fragen stellen. Und am Sonntag darauf ist CDU-Spitzenkandidat David McAllister zu Gast bei uns.